Ja, wir können enttäuscht sein, das ist klar, weil die Möglichkeit war da, die nächste Runde zu machen. Ich habe das Gefühl, das erste Spiel, zweite Spiel, was auch heute war, Möglichkeiten. Aber wir haben trotzdem nicht schlecht gespielt. Am Anfang war es schwer, 15 Minuten, 20 Minuten. Nachher, wir haben besser gepresst, viel Ballbesitz gehabt. Und wir haben sehr hoch gespielt, sehr, sehr hoch gespielt, um den Ball zu, wie sagt man, zu erobern. Und es war insgesamt nicht schlecht. Es hat uns gefehlt, der letzte Pass, ein wenig Beschleunigung mit dem Pass in den richtigen Moment und Angebot, Läufe und in den richtigen Moment. Aber das Spiel war nicht schlecht. Ich bedauere es, die zwei Tore, die sind total unnötig. Sie waren leider in der Kabine, wie haben Sie die Mannschaft gerade erlebt? Ja, sie sind enttäuscht, wie alle. Das ist normal nach dem Spiel. Ja. Wir müssen natürlich auch reden über diese Atmosphäre. Wie haben Sie das Spiel heute insgesamt wahrgenommen? Ja, es ist sehr speziell. Alle sehen das, es ist sehr speziell. Aber ich habe mich auf das Spiel konzentriert und fertig. Sie haben gesagt, klar, natürlich sind die Spieler enttäuscht, aber ein ganz, ganz wichtiges Spiel steht am Samstag wieder an, das Revierderby. Wie werden Sie die Mannschaft jetzt versuchen, wieder aufzurichten für dieses wichtige Spiel? Worauf kommt es jetzt in den nächsten Tagen an? Ja, alle Spiele sind sehr wichtig, sowieso für uns immer. Und momentan, wir müssen das verdauen. Und nachher, wir werden bereit sein für das Derby. As much as you can get. Not a good game, and we knew it was going to be tough, and I'm very disappointed. I missed my fans, to be honest, from Dortmund. It was weird to play. Ouais, bien sûr. Après, voilà, je pense que quand on était tous prêts à ça. Après, ce sont de grands joueurs, mais voilà,